Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo zusammen. Willkommen bei unserem Talk zu erfolgreich auf TikTok und Spotify, wie man wirklich zielgruppengerecht Formate entwickelt. Ein Titel, wo wir hoffen, dass wir die Latte nicht zu hoch gehängt haben, aber wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die hier sind und vielleicht auch diejenigen, die gleich noch dazukommen werden. Und würden direkt auch loslegen. Vielleicht erstmal ganz kurz mit einer Vorstellung zu uns, für diejenigen, die uns noch nicht kennen. Wir sind Caroline Bredendieck und Tim Schrankel. Beide vom WDR. Genau, wir arbeiten beide für den WDR und zwar für den WDR Newsroom. Für zwei Newsformate, einmal den Spotify / generell News Podcast 630 und ich arbeite unter anderem für das TikTok Newsformat Nice to Know. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ganz kurz nur für diejenigen, die mit dem Newsroom und dem WDR generell nicht so vertraut sind, dass ihr dieses Konstrukt ungefähr checkt. Im Newsroom selbst, also der Bereich im WDR, wo Nachrichten entstehen, arbeiten wir sozusagen für die Unit, die wir digitale Innovation nennen. Zu dieser digitalen Innovationsunit gehören vier junge Formate. Das ist einerseits ein YouTube-Format von Funk auch, namens Reporter, die machen Reportagen. Dann gibt es für Ticker auf Instagram Snapchat gibt es ein Nachrichtenformat, was sich ebenfalls an junge Leute richtet. Und dann gibt es eben unsere beiden Formate, die sich eben auch explizit an junge Leute richten, mit allerdings unterschiedlichen Zielgruppen, worum es ja auch heute gehen wird. Das heißt, wir haben schon sehr unterschiedliche Zielgruppen, die unsere Formate anpeilen. Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen, was man tun kann, um eben halt je nach Zielgruppe die Leute auch wirklich zu erreichen und eben nicht an denen vorbei zu produzieren. Wir würden natürlich gerne, auch wenn jetzt gerade das Licht in unsere Gesichter scheint, einmal uns einen groben Überblick zumindest verschaffen, wer hier so sitzt. Vielleicht einfach mal so in die Runde gefragt, wer arbeitet denn selbst zum Beispiel für eine Redaktion? Eine Hand geht da hoch. Zwei, ja, sehr gut. Wer ist denn eher so unter dem Bereich Brand oder Creator einzuordnen? Ein paar mehr Leute. Okay, cool. Genau, also weil was wir gerne machen würden wäre, also wir werden natürlich euch viel von uns erzählen, aber wir fänden es super cool, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie aus eurer Sicht der Dinge irgendwie ein paar Sachen noch einwerfen wollt. Jederzeit. Gerne direkt die Hand hoch und wir versuchen das hier nicht allzu frontal, sondern gerne auch mit eurer Hilfe interaktiv zu gestalten. Insofern würde ich sagen, let's go. Wenn wir nicht allzu doll überziehen, dann ist auch am Ende noch Zeit. Genau. Wie versprochen, würden wir erstmal ganz kurz was zu unseren Produkten sagen, dass ihr so grob wisst, worüber wir überhaupt sprechen. Und Caro, du hast das Wort. Ja, ein Nicht-Video-Format auf den Video-Days. Ich arbeite für den 630-Podcast. Ich bin da oben in der Mitte abgebildet. Es sind insgesamt 6 Leute, die diesen Nachrichten-Podcast moderieren. Montag bis Freitag erscheint der. Immer ab 6.30 Uhr ist der online. Das ist unser Produktversprechen. Und eben nicht nur auf Spotify, sondern natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen auch. Es dauert immer so 15 bis 20 Minuten roundabout. Und immer zwei von uns sind in einer Folge zu hören, unterhalten sich sozusagen über die Nachrichten des Tages, was gerade wichtig ist, was man gerade verstehen sollte. Manchmal gucken wir auch hintergründiger auf Themen und erscheinen eben immer montags bis freitags. Zur Zielgruppe. Also da habe ich im Vorfeld oder in der Vorbereitung für die Präsi nochmal drüber nachgedacht, weil wir altersmäßig uns natürlich schon ein Ziel gesetzt hatten und gesagt hatten, auch gerade, weil der WDR mit anderen Formaten ja vielleicht eher auch ältere Menschen erreicht, dann war schon die Ansage oder auch das Ziel zu sagen, ja, wir wollen, wenn wir so einen Nachrichtenpodcast machen, schon auch jüngere Leute erreichen und mit jüngere Leute, das haben wir relativ weit gefasst. Ich meine, das ist eine Spanne von 15 Jahren, 20- bis 35-Jährige. Ich habe aber festgestellt, dass unsere Zielgruppe sich weniger jetzt so am Alter bemessen lässt, als vielleicht auch so in der Einstellung. Also bei uns hören auch 16-Jährige, uns hören aber auch Uwe und Martina, die uns mit ihrem gemeinsam geteilten E-Mail-Account irgendwelche Nachrichten schreiben und natürlich irgendwie viel, viel älter sind als 20 bis 35. Wir haben so die Einstellung unserer Zielgruppe zum Leben mal so zusammengefasst unter Party und Protest, also dass man irgendwie vielleicht besorgt ist über die Lage auf der Welt im Moment, aber gleichzeitig auch Spaß hat, also jetzt nicht irgendwie nur noch verkrampft zu Hause sitzt und so denkt, das kann irgendwie gar nichts mehr werden, dass man einerseits Dinge verstehen will, die so abgehen, aber auch jetzt nicht 3 Stunden Zeit hat am Tag, sich irgendwelche Analysen im Feuilleton durchzulesen und alle Hintergrundartikel zu lesen, sondern vielleicht eher so ein bisschen mal Überschriften scrollt, wie man das halt vielleicht auch so kennt. Ich glaube, das ist was, was unsere Zielgruppe so ausmacht. Und ich habe mal exemplarisch ein paar Titel
aufgeschrieben oder rausgesucht. Also wir machen immer pro Folge so 2 bis 4 Themen, würde ich sagen. Ich habe mal so ein paar ausgesucht, die wir schon so hatten, einmal wild durch. Ich glaube, das repräsentiert ganz gut, worüber wir so sprechen im Podcast, weil das einerseits so klassische Themen sind wie Entlastungspaket, Klimawandel, Impfen, Bundespräsidentenwahl und dann aber auch andererseits Themen, die vielleicht ein bisschen entweder wirklich nur Leute interessiert, die so in unserer Altersgruppe sind und vielleicht jetzt nicht jemanden, der bei tagesschau.de sich nur informiert, wie zum Beispiel ja, Themen, die so im Netz halt auch diskutiert werden, wie Pinkwashing, Luke Mockridge, Shireen David, macht die Blackfishing, was ist Blackfishing überhaupt, warum wird Sophie Passmann jetzt irgendwie kritisiert, habe ich nicht mitbekommen, was ist denn da eigentlich los? Wir versuchen da sozusagen wirklich eine große Bandbreite an Themen abzudecken und sagen halt, wir sind eben nicht Tagesschau oder Heute-Journal, sondern nehmen manchmal auch Themen mit rein, die eben nicht mit reinnehmen würden. Und ich habe mal, damit ihr, falls ihr den Podcast nicht kennt, versteht, was auch so die Herangehensweise an klassische Themen sind, habe ich mal eine kleine Hörprobe mitgebracht, wie wir an den Koalitionsvertrag rangehen, als der vorgestellt wurde von der Ampelregierung. Und noch einen kleinen Ausschnitt, wie wir zum Beispiel über die Sicherheitskonferenz in München sprechen in unserem Podcast. Also eigentlich 2 super klassische News-Themen, die man in jeder Nachrichtensendung sieht und hört. Wir versuchen aber einfach ein bisschen anders dran zu gehen. Generell haben die dann einer nach dem anderen ihren Senf zu dem Koalitionsvertrag gegeben und ein paar Worte gesagt. Nur einmal gab es kurz ein bisschen Verwirrung und zwar zwischen SPD-Chefin Saskia Esken und Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Annalena, sorry. Ist das so? Okay. Annalena. Bitte, ja, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Annalena ist dran. Annalena war dran, ja. Da gibt es eine ganz klare Reihenfolge. Waren aber auch sehr viele Menschen. Also normalerweise müssen ja Regierungschefs und auch DiplomatInnen immer von Land zu Land tingeln, mit jedem quasi einzeln quatschen. Und diese Konferenz in München bietet einfach die Chance, innerhalb von ein paar Tagen abzuhaken, wofür man sonst wirklich wochenlang die Welt bereisen müsste. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, hier miteinander zu sprechen, ohne dass quasi groß in den Medien steht, Russland zu Besuch bei Scholz und Reporter einfach 100.000 Fragen auf offiziellen Pressekonferenzen stellen. Ist ja einerseits blöd, solche Veranstaltungen, weil man in einer Demokratie natürlich auch möchte, dass die Öffentlichkeit weiß, was die gewählten VertreterInnen da so treiben. Ja, andererseits bietet das aber natürlich auch Vorteile, weil so zum Beispiel auch eigentlich verfeindete Staaten zum Beispiel miteinander sprechen können, ohne dass ihre harten, ich sag jetzt mal, Verhandlungspunkte in der Öffentlichkeit, dass man davon abrücken müsste. Ne? Also da könnten dann zum Beispiel auch Ukraine und Russland miteinander quatschen, ohne dass man da jetzt am Ende ein Ergebnis präsentieren müsste und sich dann vielleicht blamiert, weil das Ergebnis einfach nur ist, ja, wir haben miteinander gesprochen, aber wir finden uns irgendwie immer noch doof, wissen aber zumindest jetzt, was der andere so denkt. 6:30, gemacht vom WDR. Ja, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir mal versuchen, Leute bei allen Themen mitzunehmen. Selbst bei so diesen ganz harten, komplizierten politischen Themen versuchen wir eben nochmal immer die Extraschleife zu gehen. Und ich glaube, das führt auch schon sozusagen zur Zielgruppe und ist von der Zielgruppe her gedacht, dass man eben sagt, ja, die weiß halt nicht. Es wissen viele Leute nicht, warum die Sicherheitskonferenz in München ist. Was ist es überhaupt für eine Konferenz? Wer trifft sich da? Was ist das Besondere daran? Und auch mal so ein bisschen behind the scenes, was ist wichtig bei so einer Vorstellung von einem Koalitionsvertrag? Warum ist das wichtig? Welche Mannequin da auf der Bühne stehen und wer in welcher Reihenfolge da redet? Das ist halt hochpolitisch. Und wir versuchen eben das auf eine unterhaltsame und geil verständliche Art und Weise zu erzählen. Jetzt hat Caro schon gesagt, bei 6:30 ist die Zielgruppe 20 bis 35. Was, können wir uns vielleicht darauf einigen, da schon recht breit gefasst die Zielgruppe ist, gerade in diesem Alter. Ich weiß nicht, diejenigen, die Funk kennen. Ich glaube, Funk selbst hat von 14 bis 29, ist ja deren Zielgruppe. Die haben das, glaube ich, nochmal in 4 Untergruppen unterteilt. Und deswegen, glaube ich, Caro hat ja schon gesagt, die nähern sich auch eher mehr über nicht nur das Alter, sondern auch, was macht die Leute aus. Und wir bei Nice to Know haben tatsächlich, wenn wir über Zielgruppen sprechen, auch nochmal eine ganz andere und auch nochmal sehr viel jüngere Zielgruppe. Bevor ich auf die eingehe, ganz kurz, Nice to Know ist ein ganz klassischer, wir sagen immer, News and Facts-Kanal auf TikTok. Uns gibt es jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren. Und wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, eben
oder warum ist der WDR zur TikTok gegangen? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir eben dort Leute erreichen, die sonst überhaupt nicht nach News suchen würden, also die sich einfach auch überhaupt nicht für News interessieren, sondern die eben halt For You-Page mäßig wirklich einfach dann halt die News zu sich gespült kriegen, und da versuchen wir halt die Leute zu erreichen, die halt ja sonst der WDR wahrscheinlich erst gar nicht erreichen würde. Wir machen jeden Tag ein Video, ein News- oder Facts-Video zu den unterschiedlichsten Themen, da komme ich gleich zu, und unsere Zielgruppe, und die definieren wir sehr, sehr spitz, ist diese hier. 14 bis 16 Jahre ist unsere Kernzielgruppe, also deutlich jünger nochmal, und ich glaube somit auch von den, wenn wir jetzt von den Kinderformaten absehen im WDR, auch mit einer der jüngsten Zielgruppen, die der WDR versucht zu erreichen. Neben dem Alter 14 bis 16 versuchen wir unsere Zielgruppe auch so ein bisschen zu definieren, aller möglichst auch, also was heißt möglichst, aber diejenigen auch, die nicht so einen ganz hohen Bildungsstand haben, also jetzt nicht unbedingt auch zum Gymnasium gehen, sondern vielleicht eher auch mal zur Haupt- oder Gesamtschule, sowas in die Richtung. Wir definieren unsere Zielgruppe auch danach, dass wir auch wissen inzwischen, dass auch viele einen Migrationshintergrund haben. Also auch das versuchen wir immer mitzudenken, wenn wir unser Format sozusagen produzieren. Und damit ihr einfach mal so einen Eindruck habt von der Themenbreite. Also bei uns gibt es jetzt so gesehen erstmal keine Themen, von denen wir sagen würden, da trauen wir uns nicht ran, sondern bei uns geht es immer ganz viel um die Frage, wenn wir uns ein Thema vornehmen, wie kriegen wir das auf unsere Zielgruppe runtergebrochen? Wie kriegen wir es für die relevant? Da werde ich später auch nochmal sehr intensiv drüber sprechen. Das aber einfach nur mal so ein Querschnitt von Themen, die bei uns stattfinden. Eben also wirklich von sehr harten Themen, wie jetzt beispielsweise hier Ausschreitungen an der EU-Grenze, allerdings aber auch dann irgendwelche Service- oder Mehrwertsachen, sowas wie nach Corona besser kein Sport, wann sollte oder darf ich nach Corona wieder Sport machen und wann sollte ich es lassen? Zu Politik, zu Sport, zu Klimawandel, alles Mögliche machen wir bei uns auf dem Kanal. Ich habe jetzt einfach mal als einen Eindruck ein etwas bunteres Video mitgebracht, eine kleine Geschichte, damit auch ihr ungefähr mal so einen kleinen Eindruck habt, wie unsere Videos so grob aussehen, auch wenn es jetzt nicht das hochpolitisch-journalistische Thema ist, aber dann habt ihr einfach mal einen Eindruck. In München wurden Schüler von einem Fake-Lehrer unterrichtet. Jetzt ist er aufgeflogen. Es geht um einen 23-Jährigen, der mehrere Wochen lang unterrichtet hat, obwohl er überhaupt kein Lehrer ist. Für den Job hatte er seinen Lebenslauf gefälscht und Eltern gegenüber sogar behauptet, er hätte an der Elite-Uni Harvard studiert und einen Doktortitel. Die sind daraufhin ultra misstrauisch geworden, sollen sogar einen Detektiv beauftragt haben und haben dann die Polizei informiert. Die hat den 23-Jährigen dann an der Schule angetroffen, er hat den Fake zugegeben und die Polizei hat ihn mitgenommen. Der Tatvorwurf jetzt: Betrug, Urkundenfälschung und möglicherweise Missbrauch von Titeln. Was sagt ihr zu der Aktion? Jo. Also kurz und knackig, wie es so auf TikTok der Fall ist, in dem Fall, glaube ich, waren es 40 Sekunden. Das ist eigentlich auch immer unser Ziel, unter 60, im Idealfall unter 50 Sekunden zu bleiben. Und ihr seht, wie gesagt, von der Ansprache her deutlich anders, von der Themenauswahl deutlich anders, sodass wir jetzt dachten, ist es vielleicht für euch ganz interessant, wenn sich zwei Formate wie unsere jetzt hier hinsetzen, die zwar generell versuchen, junge Zielgruppen zu erreichen, aber von der Altersspanne und von dem, was wir von den Leuten vielleicht auch erwarten können, schon sehr unterschiedlich sind, sodass wir quasi euch jetzt versuchen wollen, in der verbleibenden halben Stunde zu vermitteln, wie erreichen wir eigentlich unsere Zielgruppen, beziehungsweise wie schaffen wir es eigentlich, dass wir nicht an unseren Zielgruppen vorbei produzieren. Vielleicht kann ich da mal kurz erzählen, wie wir den Podcast entwickelt haben. Das ist, es war noch vor Corona, es war im Januar 2020, als man sich noch persönlich treffen konnte und so. Und da haben wir uns wirklich eine Woche lang eingeschlossen und diesen Podcast entwickelt, bis er dann online gegangen ist. Wirklich hat dann wegen Corona ein bisschen länger gedauert, weil dann erstmal andere Dinge angegangen wurden im WDR. Aber wir haben uns zu Beginn Impulse geholt von Leuten, wir hatten eine Agentur beauftragt und uns gesagt, ja, und denen gesagt, holt mal bitte 10 Leute ran, die möglichst auch unterschiedliche Hintergrund haben, unterschiedliche Bildungsgrade, in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, damit man jetzt nicht nur, sag ich mal ganz plakativ, wenn ich jetzt meine 10 Freunde, die auch im Medienbereich arbeiten, frage, dann kriegt man da ein wenig diverses Bild, wenn ich denen irgendwas vorspiele oder die frage, was hört ihr denn so? Sondern wir wollten halt wirklich Leute aus allen Bereichen haben. Ich habe da euch mal die Tabelle reingepackt, woher die 10 Leute kamen. Und die haben uns zu Beginn der Woche was erzählt und dann haben wir denen am Ende der Woche gezeigt, was wir so uns überlegt hatten, denen die Dummies vorgespielt und dann sozusagen nochmal deren Feedback eingeholt.
Und was ganz interessant war, wir haben die auch am Anfang gefragt, ja, was hört ihr denn so für Podcasts und so? Und da kamen wirklich die Klassiker, also Fest und Flauschig und Lästerschwestern und Mordlust. Und also es war sozusagen durch die Bank, aber Podcasts, wo sich Leute unterhalten. Und das war dann so ein bisschen für uns so der erste Aha-Moment, dass wir dachten, ja, okay, wir wollen einen Nachrichtenpodcast machen, aber das muss sich ja vielleicht gar nicht damit ausschließen, dass man so eine Gesprächsatmosphäre hat. Dann haben wir sie auch gefragt, was sind eure Routinen? Also sich auch zu überlegen, wie viel Zeit kann denn jemand in unserer Zielgruppe morgens so aufbringen? Weil es steht ja nicht jeder um 6 Uhr auf, macht dann erstmal, weiß ich nicht, hat dann 2 Stunden Me-Time. Und, das muss man vielleicht dazu sagen, ich glaube, das hast du noch nicht gedroppt. Der Podcast heißt natürlich deswegen 6:30, weil er immer jeden Tag um 6:30 veröffentlicht wird. Das heißt, wann stehst du immer auf, Caro? Ich stehe um 2:20 Uhr auf, um dann um 3 Uhr bei der Arbeit zu sein, genau. Also wir produzieren den halt wirklich morgens, damit, und das war halt ein Ergebnis eben dieser Befragung, dass eben um 6:30 Uhr für die Leute verfügbar ist und die Leute dann ab da, und das sehen wir auch an unseren Zahlen, zwischen 6:30 Uhr und 8:30 Uhr wird der wirklich mit Abstand am meisten gehört. Und ich glaube, das ist aber wichtig, den Leuten da diese Range anzubieten. Es gibt halt schon manchmal gibt es technische Probleme. Wir sind um 6:40 Uhr erst online und da gibt es schon quasi die ersten Nachrichten. Wo bleibt der Podcast? Das ist was wir auch sehr abgefragt haben in dieser Entwicklung, dass eben Routinen bei Medienkonsum natürlich eine große Rolle spielen, dass man eben zu einer bestimmten Zeit auf sein Handy guckt, zu bestimmten Zeiten vielleicht Podcasts hören kann. Und eine Sache, die auch sehr wichtig war in dieser Entwicklungswoche, war eben so der Wunsch einerseits nach Hintergrund, Orientierung, aber halt auch Unterhaltung. Das habe ich hier eben schon gesagt. Das war was total der Input war von den Leuten, mit denen wir da geredet haben. Und dass sie halt auch gesagt haben, wir hätten schon Bock ab und zu was über die Hosts doch zu erfahren. Also es geht ja, wir machen ja beide Formate, wo es um Nachrichten geht. Also wir sind ja nicht das Hauptthema unserer Formate, sondern es geht einfach um Politik, Gesellschaft, Sport, alles Mögliche. Aber trotzdem haben sie halt gesagt, wir würden gerne die Leute kennenlernen, weil wir das bei anderen Podcasts auch machen. Und das waren eben wichtige Impulse, die wir eben in der Arbeit mit diesen Leuten bekommen haben, in dieser Entwicklungswoche. Und wo wir dachten, ja, hätten wir uns einfach eingeschlossen, nur so Medienfuzzis in einen Raum, wären da vielleicht auch nochmal andere Dinge rausgekommen, als dann dadurch, dass wir eben sehr intensiv mit diesen 10 Leuten uns unterhalten haben. Und wir bleiben auch seitdem mit unseren HörerInnen in Kontakt. Also das ist schon was, wir haben sozusagen den Podcast mit unserer Zielgruppe entwickelt. Wir versuchen aber immer wieder mit denen in Kontakt zu bleiben. Ich werde gleich nochmal sagen, wie das im Täglichen passiert. Aber wir haben erst vor ein paar Wochen eine ziemlich große Umfrage gemacht, wo wir also wirklich im Podcast, haben wir jetzt glaube ich 3-mal gedroppt oder so und gesagt, in unseren Shownotes, im Podcast-Begleittext ist eine Umfrage, macht da doch mal mit. Und ich dachte halt so, okay, also ganz ehrlich, wer klickt sich da durch? Haben aber echt, also wirklich super viele Leute gemacht. Und auch da war das nochmal interessant zu sehen, weil Spotify gibt einem schon einige Daten. Also ich kann auch schon sehen, wie viele Leute sind männlich, weiblich, divers, was für eine Altersstruktur haben die. Aber wir werden ja nicht nur auf Spotify gehört und die anderen Plattformen geben echt deutlich weniger Insight so darüber, wer uns hört und woher die Leute kommen und so weiter. Ich habe mal jetzt einfach als Beispiel ein Ergebnis unserer User-Befragung mit reingenommen. Einfach, ja, in was für einem Umfeld wohnt ihr? Seid ihr eher Dorf, Stadt, Land und das halt total wichtig für uns gewesen, weil wir auch natürlich manchmal Feedback bekommen, was labert ihr die ganze Zeit vom 9-Euro-Ticket? Bei mir fährt 3-mal am Tag ein Bus und es ist einfach immer wichtig abzugleichen, welche Lebensrealität haben die Menschen, die mich hören und wie unterscheidet die sich von meiner eigenen, weil ich sende das ja nicht für mich. Voll. Und dieser Punkt, den Caro angesprochen hat, der gilt jetzt bei uns für Nice to Know genauso. Eben, wir versuchen natürlich jetzt auch hier immer nicht zu sehr von uns zu sprechen, sondern auch für euch jetzt die Learnings mal so plakativ mitzubringen, die ihr vielleicht auch für euch, für eure Brand, für eure Redaktion oder für euch selbst ziehen könnt. Einfach dieses Ding nicht zu sehr von sich selbst, aus seiner eigenen Bubble so auf andere zu schließen. Ja, du kannst auch wählen und deine Zielgruppe halt nicht, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Also unsere Zielgruppe, wir wissen halt ganz genau, 14 bis 16, das ist halt eine Zielgruppe, die dürfen halt noch nicht wählen. Deswegen müssen wir zum Beispiel bei uns ganz genau überlegen, okay, thematisieren wir überhaupt das Thema Wahlen oder lassen wir das außen vor, weil die einfach noch nicht wählen dürfen, weil das einfach noch nicht in der Lebensrealität stattfindet. Komme ich gleich nochmal zu. Wir haben, glaube ich, auch in der Ankündigung zu diesem Talk hier unter anderem auch von Hürden gesprochen.
Jetzt hat Caro gerade gesagt, also bei diesem Blog, den wir jetzt gerade besprechen, das ist ja mehr so dieses Klassische, was man vielleicht unter Marktforschung, Zielgruppenforschung irgendwie fassen würde, was man da eher so ein bisschen professionalisiert dann irgendwie angeht und aufzieht. So. Ihr habt dazu unter anderem im Podcast aufgerufen in euren Folgen, habt gesagt, ey, wir haben hier ein Survey irgendwie aufgesetzt, macht da doch mal mit. Da haben unheimlich viele Leute mitgemacht, weil ihr eine entsprechende Community schon zusammen habt, die gesagt haben, jo, wir haben da Bock drauf. So was Ähnliches haben wir bei Nice to Know auch probiert. Ich sage bewusst probiert, weil, was ist der Unterschied zwischen Spotify und TikTok? Bei Spotify, ihr habt eine eingeschweißte Community, die euch hört, die euch kennt, auch als Host, die irgendwie voll irgendwie da mitfiebern, wenn ihr sowas macht. Und bei uns war es jetzt so, der TikTok-Algorithmus, ich weiß nicht, vielleicht mal ganz kurz das Bild, Stimmungsbild. Gibt's, wie viele von euch For You-Page, TikTok-Algorithmus, wie viele checken den so ganz gut bis okay? Einmal Hand hoch, so. Okay, paar nicht, okay. Dann vielleicht für diejenigen, die TikTok und generell For You-Page und so noch nicht so checken, ganz kurz nur versucht zu erklären. TikTok ist halt das deswegen so besonders, weil der Großteil des Inhalts wirklich rein algorithmenbasiert ausgespielt wird. Das heißt, während man bei Instagram es viel mehr noch darum geht, dass man aktiv Leuten folgt und Instagram dann einem vor allem Inhalte von diesen Leuten anzeigt, denen man folgt, ist es auf TikTok so, dass es schon fast, ich sage jetzt bewusst fast egal ist, wem man folgt, sondern TikTok analysiert sozusagen, bei welchen Inhalten ihr auf der Plattform hängen bleibt. Was guckt ihr gerne, was liked ihr viel, was teilt ihr viel? Das sind dann Inhalte, von denen der Algorithmus halt denkt, ah krass, das muss die Person interessant finden, da spüle ich halt umso mehr von aus. So funktioniert der TikTok-Algorithmus. Das heißt, ich öffne TikTok und mir werden einfach Sachen in meine For You-Page gespielt, von denen der Algorithmus denkt, ah, das ist interessant. Das ist für uns als News-Format, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich eine unheimlich große Chance, weil wir halt dadurch versuchen, an Leute zu kommen, die uns halt sonst niemals im Leben abonnieren würden, die halt sonst sagen würden, ja, News interessiert mich nicht. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum wir zu TikTok gegangen sind. Das Problem, wenn wir darüber reden, wie kommen wir eigentlich an unsere Zielgruppen heran, wie lernen wir die dann besser kennen, wie beispielsweise jetzt ihr habt dazu aufgerufen, wir haben versucht in unseren Videos, meistens dann gegen Ende, wenn es dann so Richtung Call to Action geht, auch dann versucht so, ja so, ey, by the way, hier, wir haben eine coole Umfrage in unserer Bio, stimmt da doch mal ab. Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Videos, die sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Wirklich, weil der Algorithmus, also ihr müsst euch vorstellen, der Algorithmus spielt halt Videos immer dann gut aus, wenn Videos besonders lange geguckt werden. Also das ist mit einer der goldenen Währungen auf TikTok, die Watchtime, also wie lange wird ein Video geguckt, so im Verhältnis der Gesamtdauer. Die Finish Rate, also wie viele Leute gucken das Video bis zum Ende. Und wenn ihr dann so einen Aufruf macht am Ende aller, ja übrigens, ne, irgendwie Thema ist vorbei, aber wir haben hier noch eine Umfrage, an der ihr bitte teilnehmt, so, die Leute haben keinen Bock auf werbliche Inhalte, irgendwas, die sind weg. Und das wird brutal vom Algorithmus abgestraft, sodass wir unheimliche Probleme hatten, überhaupt Leute dafür zu gewinnen, an unserer Umfrage teilzunehmen, weil die halt weggeswiped haben und die Videos wurden ein paar tausend Mal ausgespielt. Das ist für unsere Verhältnisse und auch generell auf TikTok nichts. Also gestern haben wir unser bisher erfolgreichstes Video rausgehauen. Das hat innerhalb von 24 Stunden 4 Millionen Views. Ja, das ist so die Größenordnung, die man erreichen kann innerhalb von kurzer Zeit. Das sind aber dann eben Videos, die krass underperformen. Das heißt, man muss halt auch immer überlegen, auf welcher Plattform ist man unterwegs und wie kommt man an die Leute ran. So, genug der Vorrede. Das ist trotzdem das, was diejenigen, die teilgenommen haben, uns ausgespuckt haben. Also wir sehen, anders als jetzt zum Beispiel bei euch, wo halt super viele aus der Großstadt kommen, ist es bei uns zum Beispiel so, dass super viele aus einer dörflichen Region kommen, Kleinstadt kommen, der Rest dann so ein bisschen mittelgroße Stadt und Großstadt, was natürlich für uns wiederum, wenn wir darüber sprechen, okay, was für Themen machen wir, wie gucken wir auf Themen, unheimlich wichtig ist, weil natürlich haben Kids, die irgendwie auf dem Dorf wohnen, ganz andere Bedürfnisse und eine ganz andere Lebensrealität als irgendwelche Großstadt-Kids. So. Da geht es nicht darum, irgendwie, wie lange hat mein Club auf, sondern da geht es darum, wann fährt mein letzter Bus, der einmal die Stunde fährt. So, ja? Was wir natürlich auch versuchen zu berücksichtigen. Genauso, wenn wir halt sehen, okay, vom Anteil der Leute mit Migrationshintergrund oder ohne, wo halt auch extrem viele, die jetzt zumindest teilgenommen haben, wirklich auch einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, auch da stecken dann gewisse Interessen hinter und auch da versuchen wir dann wieder in unserer Formatentwicklung, bei unserer Themenauswahl etc. immer wieder mitzudenken, zu überlegen, okay, wer sind denn eigentlich die Leute, die euer Format, die euren Content gucken, wer sind die denn eigentlich und wie kann ich auch deren Bedürfnisse möglichst gut befriedigen? So ein paar Sachen, also wir haben sowohl standardisiert in Fragebögen Sachen abgefragt, als auch in Kleingruppeninterviews. Da kamen unter anderem zum Beispiel solche Aussagen, dass die gesagt haben, okay, ey, ich schaue super gerne in die Kommentare, ich will auch wissen, was andere darüber denken, was die so kommentieren.
Und dann ist natürlich immer die Frage, okay, was macht man da draus? Was haben wir daraus abgeleitet? Wir haben daraus abgeleitet, dass wir zu dem Zeitpunkt noch verhältnismäßig wenig mit den Kommentaren selbst gearbeitet haben. Das heißt, wir haben am Anfang vielleicht mal so einen Kommentar gepostet, so einfach so als Anfangskommentar, dass so ein bisschen was irgendwie da stand. Mittlerweile machen wir es so, weil wir eben halt auch versuchen, die Videos möglichst kurz zu halten, dass wir halt auch versuchen, Zusatzinfos in den Kommentaren zu geben. Ja? Also wenn wir zum Beispiel ganz aktuelle Videos haben, von denen wir auch wissen, okay, da passiert noch viel, dass wir dann auch am Ende der Videos ganz aktiv sagen, ey, Updates in den Kommentaren zu den neuesten Entwicklungen. Und dann sehen halt auch mal so unsere Kommentarspalten aus. Und wir sehen das natürlich nicht immer so, aber hier zum Beispiel, das war auch unter irgendeinem Millionen-Video, haben über 6.000 Leute haben halt diesen Update-Kommentar halt geliked und halt auch verfolgt, was halt so Neues passiert. Ja, das heißt, da müsst ihr immer überlegen, wenn ihr irgendwie mit euren Zielgruppen interagiert, so was könnt ihr für euren Kanal irgendwie daraus ziehen. Anderes Beispiel noch, bevor wir zu Caro wieder rübergeben. Was uns die Userinnen und User gespiegelt haben, und das ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied zwischen wir sind eine Redaktion, wir sind eine Medienmarke und vielleicht zu Leuten, die als Creator, Creatorin einen eigenen Kanal betreiben. Uns haben die Leute gespiegelt, dass jetzt bei uns als Medienmarke es viel weniger darum geht, so wer steht da eigentlich wirklich vor der Kamera. Das heißt, die konnten in den meisten Fällen weder unseren Namen sagen, konnten sagen, ja, das ist der Tim oder das ist die Aileen oder so, sondern da ging es viel mehr um die Inhalte. Also die folgen auf TikTok viel mehr den Inhalten als Leuten in unserem Fall. Haben aber gleichzeitig uns auch das Gefühl gegeben oder gespiegelt, denen geht es darum, dass die irgendwie gewisse Wiedererkennungsmerkmale haben. Also keine Ahnung, sei es irgendwie hier nebenan gerade noch den Talk von Jonas Ems gehört, sei es, dass die sagen, ja, das ist der Typ mit dem Handtuch auf dem Kopf oder irgendwie der Typ, der auf dem Stuhl sitzt, das sind so Wiedererkennungsmerkmale. Die wissen im Zweifelsfall nicht, wie die heißen, aber die erkennen dann irgendwas wieder. Und genau das haben wir dann auch versucht, bei uns auf dem Kanal umzusetzen, dass wir gesagt haben, okay, wir überarbeiten unser Design, das heißt, wir haben versucht, immer wiedererkennbare Hintergründe zu haben. Ein Corner-Logo, was die Leute erkennen, dass die zumindest wissen, ah, okay, nice to know. Ein Bumper, wo mal unser Name gedroppt wird. Ja? Also all solche Sachen zu schaffen, Wiedererkennungsmerkmale, dass die Leute halt wissen, ah, okay, das Video ist von euch. So haben wir halt versucht, eben daraus aus diesen, ich sag jetzt mal, standardisierten Zielgruppen, jetzt habe ich mich verhaspelt, aber ihr wisst, was ich meine. Also aus diesen standardisierten Möglichkeiten an die Zielgruppe heranzutreten, für uns Learnings zu generieren. Jetzt waren das allerdings eher punktuelle Sachen. So, also was macht man, gibt man eine einmal Umfrage. Groß in Auftrag oder so, macht vielleicht nochmal eine Update-Umfrage. Aber die Frage ist ja, die Zielgruppen können sich ändern, Meinungen können sich ändern, Trends kommen auf. Wie schafft man es denn, dauerhaft an der Zielgruppe dran zu bleiben und eben nicht an denen vorbei zu produzieren? Gerade wenn wir von solchen jungen Zielgruppen sprechen, wie es jetzt zum Beispiel auch bei uns der Fall ist. Also die jüngsten Redaktionsmitglieder bei uns sind so Anfang 20 und wir reden aber von 14- bis 16-Jährigen. Das heißt, egal wie sehr man noch denkt, irgendwie in der Schulthematik oder so drin zu sein, no chance. So, das heißt, wie schafft man es dauerhaft, an der Zielgruppe dran zu bleiben? Wir haben das mal Co-Creation genannt, dass man sozusagen nicht nur die Zielgruppe als so eine Art Publikum aus vielen Gesichtern, die man aber auch nicht so genau kennt vielleicht oder die man dann immer versucht wieder kennenzulernen, versteht, sondern dass man wirklich sagt, okay, die Zielgruppe soll Teil des Formats sein. Also nochmal ganz anders gedacht von der Zielgruppe her. Und für den Podcast kann ich sagen, dass so der Community-Gedanke, und ich glaube, das ist auch wirklich nochmal dieser Unterschied zwischen diesem Algorithmus-basierten und diesem, wer uns abonniert hat, hört uns in der Regel wirklich fast jeden Tag und sozusagen fühlt sich, glaube ich, dann auch als Teil der Familie, so wie das auch, glaube ich, bei anderen Podcasts ist, dass man einfach so denkt, ja, ich bin Teil der Drinis-Familie oder ich bin Teil der Mordlust-Familie und weiß, wann das kommt und freue mich dann darauf und ich habe das Gefühl, ich bin da Teil von einer großen Hörerschaft, die diesen Podcast konsumiert. Und bei uns im Podcast ist es halt so, dass wir neben diesen Umfragen, die wir gemacht haben, auch die Möglichkeit haben, dass die Leute uns Mails schicken können und über WhatsApp und Signal. Und ich dachte immer so, okay, wer wird uns da schreiben? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Mail an irgendwen geschrieben hätte, let alone irgendwie eine WhatsApp-Nachricht an einen Podcast geschrieben hätte oder so. Und es ist doch überraschend, wie viel die Leute das nutzen. Und ich dachte dann immer, okay, wer uns dann schreibt, das ist dann auf jeden Fall Kritik. Das ist halt so, wie wenn man eine Google-Rezension schreibt, im Endeffekt schreibt man es dann doch meistens, wenn einen irgendwas komplett aufgeregt hat. Und es ist aber irgendwie genau das Gegenteil. Es ist wirklich so, dass die meisten Leute uns schreiben mit Fragen
oder mit so nettem Lob, wie ich das jetzt einfach mal beispielhaft draufgepackt habe, dass es wirklich das meiste ausmacht. Also es sind Leute unheimlich interessiert daran, so zu fragen, zum Beispiel, ja, könnt ihr nicht mal das thematisieren oder warum habt ihr jetzt bei dem Kriminalfall vielleicht den erwähnt, dass der Täter oder der Tatverdächtige einen Migrationshintergrund habt und in anderen Fällen nennt ihr es nicht. Also sozusagen so politische Fragen zu, warum wir bestimmte Dinge machen oder nicht, werden genauso gefragt, wie eben auch nochmal bestimmte Perspektiven auf Themen zu eröffnen. Und ich kann euch sagen, es ist mittlerweile, also wir freuen uns total, dass wir eben wirklich täglich in Austausch sind mit unserer Community. Es ist natürlich auch wirklich aufwendig. Also man muss da, weil wir auch wirklich, wir haben dafür kein eigenes Personal. Das heißt, wer uns schreibt, kriegt auch von den Hosts persönlich eine Antwort. Ist halt einfach so. Und ja, also es ist auf jeden Fall was, was zeitintensiv ist. Aber was eben total Bock macht, weil man dann auch nochmal genauer merkt, für wen man dieses Produkt eigentlich macht und was die Leute denken, weil sie uns auch manchmal feedbacken, ja, also ihr habt ja jetzt das und das erzählt, aber ihr habt ja die Perspektive total vergessen und so. Und ich finde, das hilft einfach zu checken, dass es auf jedes Thema mindestens 12 verschiedene Perspektiven gibt und die meisten haben auf jeden Fall auch eine Berechtigung. Was wir gemacht haben bei Nice to Know ist, und das muss man vielleicht dazu sagen, unser Format ist in Corona-Hochzeiten entstanden. Das heißt, die Formatentwicklung war gerade noch so on the edge, wo man sich noch so gerade so noch treffen konnte, aber auch schon auf Abstand. Und dann der eigentliche Formatstart war unter Corona-Hochbedingungen, Lockdowns. Die Kids, die wir erreichen wollten, waren im Homeoffice oder vielmehr im Homeschooling. Sodass wir natürlich uns gefragt haben, okay, wie können wir ansatzweise überhaupt an unsere Zielgruppe rankommen? Ich habe es jetzt einfach mal Co-Creation 1.0 genannt, weil was wir gemacht haben, uns war es, wie gesagt, unheimlich wichtig, nicht nur punktuell mit unserer Zielgruppe in Austausch zu treten, per Umfrage oder wie auch immer, sondern wirklich auch in einen regelmäßigen Austausch zu kommen. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns in dem Fall eine 10. Klasse einer Gesamtschule in Bergisch Gladbach geschossen, die sich dazu bereit erklärt haben, einmal die Woche mit uns anderthalb Stunden ungefähr zu callen. Nicht über die ganze Klasse, aber immer so 4, 5 von denen. Und ihr glaubt gar nicht, wie bereichernd das war, weil ich weiß nicht, ne, wir haben jetzt gerade gesehen, so ein paar Leute sind aus Redaktionen, ein paar haben ihre eigenen Kanäle, sind Creator, Creatorinnen so, und man hat immer nur die Kommentare im Zweifel, die man irgendwie dann sieht von Leuten, ne, wo man, was super abstrakt ist, weil man halt, wie halt nie ein Gesicht dazu hat, und genau durch sowas, und sei es auch nur durch einen Videocall in dem Fall, hat halt für uns die Zielgruppe ein Gesicht bekommen. Ja? Wer bei uns total hängen geblieben ist, ist unter anderem er hier, Justin. Justin war sozusagen der stellvertretend für die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Justin war so 15, 16 Jahre alt und wir haben mit den Kids über alles Mögliche gesprochen. Von wegen, wir haben den Videos von uns gezeigt, was findet ihr cool, was würdet ihr anders machen, wie findet ihr, wie die Hosts auftreten, was ist mit der Themenauswahl, was interessiert euch, was ist relevant für euch und so weiter. Und irgendwie war dann irgendwie genauso die Zeit damals, wo, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch, wo diese Stufenpläne, diese Corona-Stufenpläne waren, wo es irgendwie hieß, Stufe 1 ist irgendwie Inzidenz 30, da ist das und das noch erlaubt, das und das verboten, Inzidenz 50 ist das und das erlaubt und so weiter. Also haben wir Justin gefragt, ja, sag mal, Justin, wie findest du denn eigentlich die Stufenpläne? Ich meine, Justin, ja, was für ein Stufenplan? So. Und das ist genau der Moment, ne, wo wir als Redaktion uns dabei erwischt haben, wie wir gemerkt haben, krass, natürlich, wir sind so seit einer Woche in dieser Bubble und das läuft hoch und runter und dann kommt freitags Justin im Call und sagt so, was für ein Stufenplan so. Und das war der Moment, wo wir dann gesagt haben für die nächste Woche, okay, wir müssen was zu diesem Stufenplan machen, obwohl er schon seit einer Woche wirklich in dieser Medienwelt unterwegs war, aber der erreicht halt unsere Zielgruppe oder Großteile davon nicht. Und dann ist genau die entscheidende Frage, aber der Stufenplan ist ja erstmal sehr abstrakt, was interessiert denn überhaupt unsere Zielgruppe daraus? Und was wir dann gemacht haben, ist dann zu überlegen, wir haben uns dann diesen ganzen Katalog nochmal vorgenommen und dann geguckt, okay, wenn wir jetzt auf unsere Zielgruppe gucken, 14 bis 16 Jahre, was interessiert die? Denen geht am Arsch vorbei, wann Homeoffice ist oder weiß ich nicht, mit wie vielen Leuten man Auto fahren darf, weil die haben weder Arbeit noch ein Auto. Was die interessiert ist, wann darf ich mich mit meinen Leuten treffen, mit wie vielen Leuten darf ich mich noch treffen, wann machen die Kinos zu und wann darf ich wieder in die Sporthalle oder ins Schwimmbad. Und genau dazu haben wir dann zum Beispiel ein Video gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, ey, Stufe 1, Treffen ohne Begrenzung, Stufe 2, so und so, so und so, so und so. Und so versuchen wir, auf unsere Themen zu gucken. Ja? Immer aus der Brille der Zielgruppe, was ist für die wichtig, was ist für die relevant und wie können wir Themen für die, die vielleicht auch im ersten Moment nicht relevant erscheinen, für die relevant machen. Das heißt, ich habe es gerade schon gesagt,
Das ist eigentlich das Wichtigste aus dieser ganzen Geschichte für uns gewesen, der Zielgruppe ein Gesicht zu geben. Und auch heute gucken wir echt in jeder Morgenskonferenz, überlegen wir uns, okay, was würde Justin oder Ähnliches tun? Was würden die denken? Fänden die es interessant oder nicht? Weil wir eben es jetzt gerade greifbar haben. Wir haben jetzt ein Gesicht zu unserer Zielgruppe. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ein Kommentar, egal wie viele da kommen, sind viel, viel weniger greifbar, als einfach mal wirklich mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. So. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, weil das eben, wie gesagt, so war das, so haben wir halt angefangen mit dieser Co-Creation 1.0 per Videocall. Mittlerweile, und das hat natürlich auch nicht jede Redaktion oder jedes Format, aber wir haben das große Glück, dass der WDR eine Art Übungsstudio für Schüler hat. Studio 2 nennt sich das, da können sich Schulklassen für anmelden und die kriegen dann innerhalb von einem halben Tag beigebracht, wie Fernsehen und Radio funktioniert. Und das war natürlich für uns Gold, weil wir jetzt quasi mit denen eine Kooperation aufgezogen haben und ja, sozusagen uns jetzt drangehängt haben und sozusagen zusätzlich zu diesen normalen Studio 2 Workshops ungefähr einmal die Woche einen zusätzlichen Workshop mit denen machen, eine halbe Stunde lang geht der, wo wir dann einfach denen so erzählen, wie eine Nachrichtenredaktion arbeitet. Auch das ist ja etwas, die meisten Schüler haben keinen Plan, wie eine Nachrichtenredaktion arbeitet, wie News entstehen, wie viel Arbeit da drin steckt. Das heißt, wir erzählen so ein bisschen von uns und im Gegenzug fragen wir aber auch die so ein bisschen aus, ey, wie nutzt ihr TikTok? Welche Videos teilt ihr mit euren Freunden, Freundinnen? Was muss ein Newsvideo haben, dass ihr das teilen würdet? Was sind Sachen, die ihr besonders cool findet? Was sind Abschalter? Da kommen dann so Sachen wie, keine Ahnung, wir haben früher oft Call to Actions gemacht, so ja, irgendwie teil das Video mit deinen Freunden, bla 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 bla. Da haben super viele geschildert, ey, finden wir mega kacke, wenn wir jetzt aufgefordert werden, noch dieses Video zu teilen, weil dann habe ich das Gefühl, dass mir irgendwie vorgegeben wird, was ich tun soll. So, also haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir vielleicht da ein bisschen weniger davon. Sagen nicht alle, es gibt auch Leute, die sagen, ja, ihr habt dazu aufgerufen, dann machen wir das. Aber solche Kleinigkeiten, ja, die dann da rauskommen, wo man jetzt einfach mal hören muss, so wie finden die Zielgruppe das? Auch das ist eine Möglichkeit, wie wir versuchen, wirklich dauerhaft mit der Zielgruppe in Austausch zu gehen. Bei uns ist das so, das habe ich ja eben schon angedeutet, dass wir unheimlich viele Mails, Sprachnachrichten, Textnachrichten bekommen und wirklich die Hälfte davon ist so, fängt an mit, könnt ihr nicht mal oder was ist eigentlich da und damit. Und das ist so unser Weg, wie wir sozusagen die Zielgruppe mit in unser Produkt heben, weil wir regelmäßig Recherchen machen, die angeregt sind von den Hörerinnen und Hörern. Also sozusagen uns regelmäßig mal ein bisschen Platz nehmen für Themen, die vielleicht jetzt nicht total drängend sind oder irgendwie tagesaktuell an dem Tag, sondern wo wir aber merken, boah, das wird echt viel nachgefragt oder die Leute haben das irgendwie so mal irgendwie abseitig gelesen und wissen aber nicht so genau, was ist da jetzt los und so und schreiben uns dann und wir setzen nicht jedes, also wir haben nicht die Kapazität, jedes Thema umzusetzen, was uns vorgeschlagen wird und wir prüfen das natürlich schon sozusagen unter journalistischen Kriterien trotzdem auf Relevanz so, aber es ist total bereichernd mitzukriegen und auch gespiegelt zu kriegen, was interessiert die Leute denn wirklich und fehlt denen vielleicht auch was. Und dann sagen die ja, ihr habt irgendwie schon die ganze Woche nicht da und darüber gesprochen, warum eigentlich nicht und könntet ihr nicht mal. Also das kommt wirklich regelmäßig vor und setzen wir auch regelmäßig um. Und was auch ist, und das finde ich wirklich total geil, je größer und diverser so eine Community auch wird, wir kriegen halt auch wirklich Perspektiven mit und Angänge an Themen mit, die vielleicht sonst nicht sofort unser erster Gedanke wären. Also ich habe jetzt da mal aufgeschrieben, der Bundeswehrsoldat und die Kontrolleurin, weil das zwei Beispiele sind, an die ich mich total erinnert habe. Es war zum Beispiel so, dass als der Afghanistan-Einsatz geendet hat, uns irgendwie so ein Anfang 20-jähriger Bundeswehrsoldat geschrieben hat und uns gesagt hat, ja, es wird jetzt so viel kritisiert und irgendwie, ich war in Afghanistan und ich habe das Gefühl, ich finde das verletzend, wie ich das Gefühl habe, wie die Stimmung in Deutschland gerade ist, weil ich habe da echt irgendwie Monate meines Lebens da verbracht und irgendwie alles gegeben und auch in riskanten Situationen und ich habe das Gefühl, anders als jetzt in anderen Ländern, steht jetzt in Deutschland wirklich niemand am Straßenrand und applaudiert und sagt so, mal danke Bundeswehr, geil einfach. Natürlich ist auch viel schiefgegangen, aber einfach die Perspektive mal zu kriegen und zu sagen, ja okay, wie geht es denn zum Beispiel Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen, die in Afghanistan waren und jetzt mitkriegen, das wird mit dem Arsch gerade alles eingerissen, was die da aufgebaut haben, wie schlimm muss es eigentlich sein, weil man so denkt, ja, ich habe für nichts. Eigentlich für nichts und wieder nichts habe ich das gemacht die ganze Zeit.
Und die Kontrolleurin hat uns geschrieben, wenn das 9-Euro-Ticket verlängert wird, kündige ich sofort. Die letzten 3 Monate waren die Hölle auf Erden. Einfach das Allerschlimmste. In Niedersachsen war die Hölle los in den Bussen und Bahnen und einfach super, super beschissen, wie das gelaufen ist. Und das war, dachte ich auch so, ja, ich bin mit meinem Ticket wie die Königin durch die Bahnen und Busse gelaufen. Und sie hatte einfach nur Höllenstress. Und dann dachte ich so, ja, legitime Perspektive. Sie hatte halt einfach Stress. Und was wir regelmäßig machen, ist zu so kontroversen Themen wie Schwangerschaftsabbrüche, Gendern oder halt auch, wie fühle ich mich eigentlich in so Krisen- und Kriegssituationen wie der jetzt gerade, Community-Feedback mit einzunehmen und sozusagen das mit im Podcast abzubilden und halt zu diskutieren zu lassen. Ja, wie denkt ihr denn über Schwangerschaftsabbrüche? Sollte das endlos erlaubt sein oder sollte das gar nicht erlaubt sein? Und jede Bandbreite wird irgendwie abgedeckt, was echt cool ist, weil das dann echte Menschen sind und ich nicht nur sage, ja, manche Leute sind gegens Gendern und manche Leute sind fürs Gendern so, sondern das sagen dann halt wirkliche Leute von dem Typen, der das einfach ein bisschen ätzend findet, bis hin zur Transperson, die sagt, ja, Gendern sozusagen zeigt, dass ich existiere, so. Also das macht es einfach persönlicher. Und als letztes Beispiel habe ich noch mit reingenommen, dass ja auch manchmal zum Beispiel einfach so Scherze machen wie Emoji-Abstimmungen. Was werdet ihr mehr vermissen? 9-Euro-Ticket oder Tankrabatt haben wir neulich gemacht und wurden wirklich überschwemmt mit Nachrichten und haben da unsere nicht repräsentative Auswertung hat ergeben, die meisten Leute werden das 9-Euro-Ticket vermissen. Außer die Kontrolleure wahrscheinlich. Ja, also auch eine Möglichkeit bei einem Medium, was ja eigentlich erstmal One-Way erscheint. Wir sind ein bisschen zeitkritisch. Ja, zeitkritisch. Wir sind auch fast am Ende. Vielleicht 1-2 Minuten länger, aber gucken wir mal. Genau, also eine Möglichkeit bei dem vermeintlichen One-Way-Medium trotzdem mit der Community zu interagieren. So. Ansonsten, ich mache es nur ganz kurz, ich könnte da auch nochmal lang drüber sprechen. Neben dieser Schülerkooperation, die ich jetzt gerade angesprochen habe, machen wir es zum Beispiel so, dass wir uns auch TagespraktikantInnen bei uns in die Redaktion holen, um einfach nochmal länger mit denen in Austausch gehen zu können, weil es natürlich was anderes ist, wenn du mit jemandem eine halbe Stunde mit einer Klasse in den Austausch gehst oder eben halt wirklich mal einen ganzen Tag lang. Das ist eine Sache. Also wirklich dieses Ding, wir sprechen jetzt immer viel von Schülerinnen und Schülern. Ich weiß, nicht alle haben die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler. Ihr vielleicht habt ganz andere, aber das Learning, glaube ich, was ihr daraus mitnehmen könnt, ist halt irgendwie einfach, geht auf die Zielgruppen auch zu. Wenn sie nicht zu euch kommen oder wenn ihr nicht zu denen geht, so wie wir es jetzt teilweise machen können, geht auf die Leute zu. Also was wir zum Beispiel jetzt anstreben, ist zum Beispiel noch eine Schultour zu machen. Also wirklich mit Schulen in Austausch zu gehen und zu sagen, ey, wir kommen zu euch an die Schule und irgendwie machen da Workshops zum Beispiel mit euch. Oder vielleicht ist eure Zielgruppe älter, dann geht ihr irgendwie an Unis zum Beispiel. Oder irgendwie an Sportvereine oder Jugendtreffs oder was auch immer. Also sucht die Zielgruppe und versucht mit denen in Austausch zu gehen, weil das einfach unheimlich wertvoll ist. Und der letzte Punkt, wollte ich einmal ganz kurz zumindest noch erwähnt haben, ist, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wirklich in Austausch zu gehen, sich irgendwie von Leuten Feedback einzuholen, aber natürlich ist es so, dass die Plattform natürlich auch selbst sehr viel Input geben zu den Usern selbst, also quasi Daten, die die User selbst von sich preisgeben und aus denen ihr halt auch für eure Formate etwas ziehen könnt, wenn wir über zielgruppengerechte Formatentwicklung sprechen. Ich habe jetzt einfach mal 2 Beispiele mitgebracht, ich verspreche, mich kurz zu halten. Wie wir versuchen bei uns zum Beispiel bei Nice to Know, jede Woche Freitag machen wir ein Weekly, wo wir auf Videos gucken und auf Analysen gucken und so zum Beispiel gucken wir halt auch auf, unter anderem auf die Beibehaltungsrate. Das heißt, wir gucken, was waren zum Beispiel Punkte, wo Leute ausgestiegen sind. Auch da könnt ihr für eure Formate auf TikTok beispielsweise extrem viel draus ziehen, weil wir zum Beispiel hier zweimal den Fall hatten, hier waren ist ein kleiner Knick, aber ein wahrnehmbarer. Und hier war zum Beispiel ein großer Knick und ein wahrnehmbarer. Und da haben wir zum Beispiel draus gezogen, hier war zum Beispiel eine Stelle, ich habe das Video mitgebracht, lassen wir aus Zeitgründen, aber da stand das Bild einfach 2-3 Sekunden zu lang, sodass die Leute aber das Gefühl hatten, so, gut, da passiert nichts mehr, swipe ich weg. Hier hat der Host plötzlich, weil der irgendwie über Meditation gesprochen hat, sehr langsam gesprochen. Viel langsamer, als das vorher im Video getan hat. Und auch das war etwas, wo die Leute dann vermutlich gemerkt haben, so, boah, irgendwie weiß ich nicht, so. Das heißt, wir haben dann für uns das Learning daraus gezogen, ey, unsere Videos sollten ein einheitliches Tempo, einen einheitlichen Rhythmus haben. Und auch das ist also etwas, was ihr vielleicht aus heute noch mitnehmen könnt. Guckt in die Analysen rein und versucht auch da auf die Zielgruppe zu gucken und zu überlegen, okay, was können wir da für unser Format mitnehmen. Düstere Zeiten. So, das war's von uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben, entweder auf dem offiziellen Wege oder auf dem inoffiziellen Wege. Unsere Kontaktdaten habt ihr. Ansonsten sind wir noch ein paar Minuten hier. Und insofern vielen Dank, dass ihr am Start wart. Und alles Gute euch. Bleibt gesund.